Spreu im Winde. Also ich bin jetzt auf dem Hardcore-Necro. Bei Grift Level 118 gewesen. Hab's geschafft. Wollte jetzt eigentlich die 120 starten. Aber wie gesagt, die Server waren da irgendwie ein bisschen dagegen. Dann machen wir jetzt erstmal den für den Rest des Abends. Und bei dir? Alles fit? Hoffentlich nicht wieder krank. Heute ist nicht euer Tag. Auch wenn unsere Gegner stark sind, ich ergebe mich nicht. Verschnupft? Na komm, hör doch auf. Das kann doch nicht wahr sein. Wann bist du denn mal gesund? Der Felswurm ist womöglich die widerlichste Kreatur, welche die Welt je durch ihre Anwesenheit verpestet hat. Bar jeglicher Merkmale, außer seiner massiven Kiefer, lässt sich der Felswurm als riesiger Evertebrat klassifizieren. Ich würde ihn nur allzu gern genauer studieren, aber seine Angewohnheit, sich zu vergraben, macht es ausgesprochen schwer, ihn zu verfolgen. Gute Frage, nächste Frage. Ach Mädel, du machst mich fertig. Gute Besserung dir. Heute ist nicht euer Tag. Das ist nichts für mich. Ach so, die Schilder kann er nicht. Ich dachte, der ist auch ein Ritter. Kein Kreuzritter, dann ist er ein Pik-Ritter. Oder ein Herzritter? Geld farmen. Muss die Bosskämpfe machen, um Geld zu farmen bei Pro. Aber ich glaube, dafür hast du ja noch leider kein Boss-Team. Also diese rotnamigen Bosse, ne? Warum ist der so schnell?
habe ich ihn. Ich könnte dir theoretisch auch ab und zu mal einfach mein Boss-Team leihen. Dann kannst du ja das benutzen gehen, um die Bosse zu farmen. Da kriegst du jedes Mal, wenn du einen besiegst, kriegst du gleich 20.000, 30.000 oder sowas. Die sind gar nicht so schwer, wenn man halt ein gutes Team dafür hat, weißt du. Ich muss zurückkehren. Da können wir unseren ersten Effekt extrahieren. Uja, Chaka. Ich habe zwar gar keinen Edelstein drinne. Aber das ist ja egal. Ja, bis wir was Besseres finden, bleibt das so. Ich habe nie aufgehört, nach Kanaiswürfel zu suchen. Schließlich erfuhr ich, dass sie ihn einem Geheimbund von Barbaren anvertraut hatten. Kanai, der letzte dieser Barbaren, starb während Baals Invasion von Sescheron. Sein Geist bewacht noch immer den Würfel. Es ist unwahrscheinlich, dass er ihn mir überlässt. Die Sidea Bounty, die kann ich immer nicht leiden. Da muss man so weit laufen. Kann man hier irgendwie da runterspringen? Nee, ne? Nee. Schade. Kannst du auch abends nach Spätdienstbosse fahren gehen? Oder bist du dazu kaputt? Alles klar. Gehe ich jetzt nicht rein. Wir gehen weiter. Ich weiß gar nicht, könnt ihr mir die Frage beantworten? Kann man die Legendary-Gegenstände, die es in den Bounties gibt, kann man die schon auf Normal bekommen? Oder kann man die erst ab Qual oder ab Level 60? Gibt es irgendwie eine Minimumgrenze, ab wann man die bekommen kann? Ich rede jetzt zum Beispiel von Akt 1, Ring of Royal Grandeur, Akt 3, Band der Habgier, solche Sachen, ne? Die aus den Bounty-Thronen rauskommen. Kann man die schon auf Normal finden? Ich weiß, je höher die Schwierigkeitsstufe wird, desto höher ist die Chance, dass Legendaries rauskommen. Das ist jetzt nicht die Frage. Die Frage ist, gibt es irgendwie eine Minimal-Untergrenze, ab wann sie auftauchen können? Weil ich mache jetzt gerade so ein bisschen Bounties einfach für die XP. Aber wäre auch nicht schlecht, wenn jetzt zum Beispiel auch jetzt ein Ring der Habgier rauskommen würde oder ein Ring of Royal Grandeur später im Akt 1 wieder. Ich werde nie vergessen, was sie mich tun ließ.
Also vielleicht weiß es Meliodas oder irgendein anderer Zuschauer. Ich persönlich habe eigentlich keine Ahnung. Also meistens mache ich die Bounties erst, wenn ich dann schon mit der Story durch bin und dann schon auf Qual aufwärts bin. Aber mit einem Level 23er mache ich jetzt kein Qual-Level auf. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Okay. Wäre schön, wenn ich jetzt schon mal so einen rausziehen kann. Ein verdienter Tod. Guck mal, wenn jetzt vielleicht einer rauskommt, irgendein Legendary aus dem Akt 3, dann wissen wir ja, dass es machbar ist. Achtung! War nichts dabei, bloß Pläne. Aus meiner Akt 1 Truhe kam halt auch nichts raus. Dummerweise. Intelligenz, wirklich? Warum droppt auf einem Kreuzritter ein Intelligenzamulett? Das ist ja fast schon eine Beleidigung. Naja. Da gab es doch dieses eine Schild hier. Knochenmauer. Würde sich das lohnen, Knochenschild zu umgehen, wenn ihr getroffen wird? Weiß ich nicht. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja, Akt 1 und Akt 3 haben wir durch. Dann mache ich eine neue Map auf. Aus anderen Akten? Akten? Brauchen wir da irgendwelche Bounty-Gegenstände? Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, nein. Sieht da gerade irgendwie zwei Kopfgelder überlappt? Guck dich das mal an, da sind doch zwei Kopfgelder gerade angezeigt. Wie ist denn das passiert?
Bisschen verbuggt, hä? Ja, jetzt ist das andere weg. Es war Lazarus. Dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Die Hämmer, wie die hier rumfliegen, ne? So super langsam. Herrlich. Die Grotesken mögen schwerfällig und gedankenlos erscheinen. Sie bergen viele Gefahren in ihren unförmigen Körpern. Unter dem monströsen Fleisch lauern Dornen. Und in ihren Körpern nisten widerwärtige Parasiten. Man sagt, diese Gestalten des Grauens wurden von einem großen Übel erschaffen. Eine Düse. Was gibt's denn eigentlich sonst noch für gute Methoden, um schnell zu leveln, außer Bounties zu machen? Aasfresser sind abstoßende, erbärmliche Kreaturen. Habt ihr ein paar Vorschläge, was wir vielleicht machen könnten? Sind, um irgendwelche anderen Fleischfresser anzuziehen. Ich traf einst einen zerlumpten Burschen, der behauptete, eins dieser Biester darauf abgerichtet zu haben, ihm große Ratten zum Verzehr zu bringen. Aber ich bin sicher, diese Geschichte ist völliger Unsinn. Und halt diese Season-Portale, die geht natürlich, denke ich, auch relativ gut, aber ansonsten, was kann man denn sonst noch so machen? Heute ist nicht euer mein Tag. Zorn reicht dafür nicht aus. Also bei meinen anderen beiden Charakteren habe ich halt gemütlich die Story durchgespielt. Da habe ich mich ums schnelle Level nicht gekümmert, sage ich mal so. Kann man... Oh, fuck! Kann man Riftportale aufmachen, ohne dass man Level 60 ist? Nicht genug Zorn. Ich benötige mehr Zorn. Ich liebe es. Leider nicht ran an die. Das sind ja eh keine Goblins. So. Dann könnte ich vielleicht Rifts machen, oder? Das wäre vielleicht schneller und effizienter. Gucke ich mir gleich mal an. Nach diesem Ding hier. Ich muss zurückkehren.
habe halt schon lange nicht mehr so effizient in das Season reingestartet. Ja. Mit den zwei anderen Charakteren habe ich gemütlich die Story durchgespielt, mir meine Zeit gelassen, ein bisschen so die Landschaft erkundet und so. Das würde theoretisch gehen, ne? Ja, dann machen wir danach einfach Portale. Mensch, bin ich ein Trottel. Wir machen jetzt erstmal natürlich das Portal fertig. Und dann hau ich einfach mal ein paar normale Rifts rein. Die Irren der Gefallenen sind die instabilsten ihrer Art. Was dazu führt, dass sie leicht entflammbare Flüssigkeit in ihrem Bauch überproduzieren. Ich glaube, dass dieses Ungleichgewicht unweigerlich zum Tod führt, weshalb die Irren Löcher in ihre Mägen stoßen und ihrer explosiven Galle in einem schrecklichen Anblick freien Lauf lassen, wenn Feinde zu nahe kommen. Obwohl die Champions größer sind und die Irren verheerender, sind es doch die schamanischen Priester, die die Gefallenen anführen. Diese geschrumpften, unscheinbaren Dämonen können einen Feind leicht mit Feuerbällen töten. Jedoch haben sie die Fähigkeit, Verbündete wiederzubeleben, woher der hohe Respekt ihrer Gefolgsleute rührt. Immer noch nicht genug? Aha! Das ist nice. Es landet auf dem Merc. Oder erstmal kann ich es ja selber tragen und dann später landet es auf dem Merc. Sorgt dafür, dass man ordentlich rausteleportieren kann. Wir werden diese Bestien zerreißen. Vorzüglich. Oh, ich muss, glaube ich, mal wieder die Skills ein bisschen angucken. Wir hatten jetzt schon mehrere Level-Ups und ich habe die Skills gar nicht mehr angeschaut. Kurze Townbreak. Und ich brauche Wasser. Was gibt's denn hier Feine? Na. So. Blitz und Donner. Was ist denn Himmelsfaust? Fist of Heaven. Ah, aber auch 30 Zorn. Ah, wir wollen so einen Skill trotzdem mal ausprobieren. Einfach mal, um zu gucken, wie er sich so macht. Kavallerie. Albtraumritt. Okay, probieren wir mal. Schuldspruch. Vakuum. Das ist nice. Saugt Gegner ran. Ja. Hoffnung. Was macht denn Hoffnung?
Das ist Heilung, das ist Attack Speed. Ich bleib bei Attack Speed. Denke ich mal. Das ist nice. Angststarre. Gegner betäuben. Akarats Champion. Alter, 90 Sekunden Abklingzeit. Explodiert mit der Macht eures Ordens. Wodurch 20 Sekunden lang eure verursachte Schaden um 35% und eure Zornregeneration um 5 erhöht wird. Das ist für richtig fette Bossgruppen. Ganz klar. Dann lasse ich mal jetzt die himmlische Vollstreckung weg. Ich benutze sie viel zu selten. Wenn, dann könnte ich mir vorstellen, sie statt Schuldspruch zu benutzen. Aber ich möchte jetzt mal das Ransaugen austesten. Das klang ganz interessant. Schauen wir mal, wie sich das so anstellt. Ach, und passive Skills, ja. Gab es da was Neues? Unzerstörbar. Wenn ihr tödlichen Schaden erleiden würdet, werdet ihr stattdessen gegen Schaden immun. Außerdem wird euer Schaden um 35% und eure Leben pro getötet Gegner erhöht. Ja, natürlich, das ist der Safety Skill, den muss man mitleveln. Ab einem gewissen Punkt, schätze ich mal. Aber jetzt sehe ich dafür noch keinen Sinn. Wir spielen ja auch mit dem Charakter Gott sei Dank nicht auf Hardcore. Daher ist dann auch ein Tod auch gar nicht so schlimm. Auf Hardcore hätte ich den jetzt sofort gelevelt, sofort geskillt. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Oh Gott, diese Himmelsfaust gefällt mir gar nicht. Überhaupt nicht gut. Nicht genug Zorn. Überhaupt nicht gut. Können wir hier nochmal rausrennen? Danke. Ich hätte gerne meinen gesegneten Hammer zurück. Dankeschön. Die Himmelsfaust gefällt mir nicht. Kostet zu viel und macht zu wenig. Aber gleich zwei Legendaries? Das ist schon mal eine gute Bilanz. Ich benötige mehr Zorn. So. Dann sammeln wir mal. Ich fange jetzt auch langsam an, Blau und Weiß einfach liegen zu lassen. Einfach nur noch Gelb und Legendary, weil sonst verbringen wir einfach zu viel Zeit mit Looten. Man bekommt die Sachen ja auch über andere Wege. Einfach über fertig gedruckte Materialien meistens. Nicht genug Zorn. Unser verdienter Lohn. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Fernkämpfer ranzusaugen ist immer lustig, weil die ja dann versuchen, nochmal wegzurennen. Und in der Zeit können sie ja nicht angreifen, wenn sie rumrennen. Aha. Ich benötige mehr Zorn.
Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ist da noch einer am Boden? Ich hab's doch gesehen! Kannst dich nicht vor mir verstecken, du? So, jetzt ganz wichtig nochmal kurz eine Townbreak, weil wir wahrscheinlich den Inhalt der Truhe sonst nicht komplett mitnehmen können. Ich kehre in die Stadt zurück. Zweihand. Die Hose könnte man doch mal in Stärke reinlegen, oder? Genauso in die Rüstung. Die Steine schmeiße ich doch später eh weg. Sobald die höheren droppen. Dann schnappen wir uns jetzt die Truhe. Und dann gucken wir mal, wie viel XP man in so einem Rift bekommt. Im Vergleich zu diesen Bounties, die ja hier doch recht ein bisschen mager sind. Ich bin überlastet. Okay. Wie du meinst. Zwei Legendary Waffen. Vielleicht ist da was Gutes für uns dabei. Ich bin gespannt. Der Henker und das Malmfluch. Ne, der Malmfluch. Der Henker, Zweihand, ist schon mal scheiße. Und wieder Zweihand. Oh, das ist ärgerlich. Ah, wir könnten aber auch alternativ sagen, wir ändern das, den Passivskill auf die Zweihandwumme. Und dann können wir die Zweihandwaffe tragen. Na? Und der hat sogar einen Effekt Angriffe. Töten Gegner mit weniger als 9% Leben sofort. Moment. Hätte ich eventuell mehr Schaden, wenn ich einfach bloß das Ding und den anderen Skill nehme? Naja. Okay, dann machen wir das so. Und den hau ich einfach in den Würfel rein. Ist jetzt kein Effekt, den wir dauerhaft benutzen werden. Aber besser haben als nicht haben. Finde ich zumindest. Das wird helfen. Sie wollen nicht verstehen. Diese kleinen Geister, die mich umgeben, ignorieren erst meine wahre Größe. Es geht. Und töten mich dann auch noch. Seid ihr bereit? Ein Neferl im Portal. Die Welkmotte ist ein merkwürdiges Phänomen. Sie ist gewaltig für ein Insekt. Und ihre Größe erlaubt es ihr, auf unerklärliche Weise eine Energieladung auszustoßen, wenn sie angegriffen wird. Aus diesem Grund haben die meisten ihr genaueres Studium nicht überlebt. Selbst viele achtbare Akademiker. Genau genommen sollte ihr das Thema nun besser ruhen lassen. Die Unbegrabenen werden aus menschlichen Leichen gebildet, die ohne ordentliches Begräbnis in Massengräber geworfen wurden. Dies
Dieses grässliche Gemisch aus Leibern verrottet zu einem gemeinsamen Wesen, durch düstere Magie zusammengehalten. All mein Wissen. Ich konnte doch nur von ihm fliehen. Ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. Ja, hier hast du echt eine gute Monsterdichte, ne? Ich hätte gleich hier anfangen sollen zu leveln. Ah ja, hätte, Fahrradkette. Macht euren Frieden jetzt. Nur Spreu im Winde. Aber diese Lightning-Rune auf dem Hammer gefällt mir echt enorm. Wie man sieht, ne? Du kannst einfach einen Hammer werfen und weiter rennen. Wenn du stark genug bist. Verbrennt im Licht. Tyrael sagte mir, dass die geflügelten Meuchelmörder einst die Seher der Weisheit waren. Als Gegenleistung für ihr ewiges Schweigegelübde durften sie Maltaels Teiche der Weisheit in den hohen Himmel betreten. Im Verlauf der Jahrtausende erfuhren sie dann fast alles über die Vergangenheit, die Gegenwart und selbst einen Teil dessen, was noch geschehen würde. Aber ob sie ihr eigenes dunkles Schicksal vorhersehen konnten, das weiß ich nicht. In meinem Leben habe ich viele Krieger gesehen. Doch nur eine Handvoll von ihnen durfte es wagen, sich der Macht eines Unterdrückers zu stellen. Dieses Monster ragte über den Größten der Barbaren auf und führt Waffen aus höllengeschmiedetem Stahl. Sie wurden zuletzt an der Seite Baals während seiner Wiederauferstehung gesichtet und hinterließen nichts als Tod und Verwüstung. Hat schon was, ne? Hammer werfen, weiterlaufen. Nur Spreu im Winde. Oh, ein Goblin. Macht euren Frieden jetzt. Macht euren Frieden jetzt! Gepanzerte Vernichter wurden nicht mehr gesichtet, seit Diablo vor hunderten von Jahren aus dem brennenden Höllen verbannt wurde. Vorher stellten sie die... Der Portalwächter ist hier! Ich benötige mehr Zorn.
Ich will den eigentlich noch gar nicht besiegen. Ich will hier noch ein bisschen Spaß haben. Soll er mir mal nachlaufen? Komm, put. Oh, ich hab ihn wohl aus Versehen besiegt. Aus Versehen. Unser Volk verfügt seit jeher über ungeheure Kräfte. Aber wenn wir diese nicht durch Geschick zügeln, sind wir nichts. Sofern ihr euer Geburtsrecht einfordern wollt, so stellt euch den Gefahren hinter den Portalen und nehmt euren rechten Platz an unserer Seite ein. Vorzüglich! Nicht genug Zorn. Nabend, klick, klack. Ein jeder hat von den Exorzisten Westmarks gehört, diesen Streitern gegen die dämonische Besessenheit. Gewöhnlicherweise erschienen sie im Dunkeln, gehüllt in Umhänger so schwarz wie die Nacht, die sie hervorgebracht hatte. Sie arbeiteten stets im Verborgenen, trieben dort ihren Patienten die Dämonen aus. Jetzt hat Maltael sie in seine Dienste gezwungen. Und sie streifen in ihrer unmenschlichen Form durch die Stadt, um jedem, dem sie begegnen, die Seele herauszureißen. Die Lakoni oder Panthermenschen, wie sie manchmal genannt werden, bewohnen die Wüsten östlich von Kadeum seit Tausenden von Jahren. Die größeren Männchen sind die Anführer und Beschützer der Städte, während die schnellen Weibchen hervorragende Jägerinnen sind. Meist sind sie primitiv und zurückgezogen. Sie greifen jedoch an, die in die Enge gedrängt werden, hungrig sind. Kniet nieder vor Zakharum. Geht echt besser als Bounties. Voll angenehm. Hohe Mobdichte, gut XP, gut Drops. Richtig entspannt. Na, was ist denn jetzt hier? Blockieren die mir den Weg? Lasst mich, Arzt, ich bin durch. Schauen wir mal, ob da was Gutes dabei war. Ausgezeichnet.
Also an Waffen her noch nichts Stärkeres leider. Der Helm ist besser. Könnte man da reinlegen. XP, oder? Klar, XP. Rein damit. Und der Rest passt erstmal so. Schätze ich mal. Was ist das? Kritische Trefferchance. Ach, lohnt sich das überhaupt schon? Da jetzt großartig was umzubauen. Also hier. Champion. Na, keine Gegner, hä? Was ist denn hier los? Haben alle Angst? Ich weiß, ich weiß. Der schreckliche Kreuzritter ist da. Was ist das für ein Symbol? Das erkenne ich gar nicht. Ah, von Hearthstone, ein Bier. Prost. Lass dir schmecken. Verbrennt im Licht. Schon die Skills muss ich mir mal wieder angucken. Da waren doch jetzt ein paar Level-Ups. Vielleicht gibt es ein paar neue, gute Skills. Moment. Niederstrecken, nichts Neues. Also ich bleibe auf jeden Fall bei Blitz und Donner für ein Weilchen. Phalanx beschwört mächtige Avatare, die auf den Zielort zustürmen. Gegner in 30 Zorn. Nee, ich glaube, da komme ich besser mit meinem Hämmerchen. Schuldspruch können wir so lassen. Ja, Gebot der Tapferkeit. Akra Champion könnte mal eine Rune dazu kommen. Das wäre cool. Und Passive. Der Schaden eurer Waffe wird um 10% erhöht. Immer wenn ihr Heiligschaden verursacht, werdet ihr bis zu 1% eures maximalen Lebens geheilt. Vielleicht später bei einem Bild. Jetzt gerade nicht so. Brandstifter. Okay. Wenn ihr Schaden verursacht, verbrennt ihr Gegner mit der Macht von Akarat und fügt ihnen dabei im Verlauf von 3 Sekunden 460% Waffenschaden als Feuerschaden zu. Ja, warum denn nicht? Wir verbrennen doch gerne Sachen, oder? Willkommen beim Treffen der heimlichen Pyromanen. Nicht euer Tag. Mit solchen Gegnern wollte ich es schon immer aufnehmen. Hat damit.
Nur Geduld. Ich habe keine Geduld. Das weißt du doch. Es ist schön, mal wieder einen Charakter zu spielen mit einer normalen Stimme. Diese Adam Sandler-Stimme hat mich wahnsinnig gemacht. Ich weiß nicht, also wer auf den Gedanken gekommen ist, dem Necromancer die Adam Sandler-Stimme zu geben. Ich konnte den Mann nicht ernst nehmen. Eine neue Passive. Gucken wir uns gleich mal an. Was gibt's denn da? Level 30, ein neuer Slot. Das ist ja super. Himmlische Festung. Eure Rüstung wird um einen Prozentsatz erhöht, der Blockchance eures Schildes entspricht. Das ist nice. Ordentlich Armor drauf. Und Zorn erfüllt. Jeder verbrauchte Punkt von Zorn heilt euch. Ganz ehrlich, ich würde gerne erstmal das hier mit... Nee? Doch, genau. Ein Angriff abzublocken erzeugt 6 Zorn. Ist einfach fürs Leveln, denke ich, ist das sehr, sehr praktisch, weil ich mache immer meinen Hammer und lauf weiter. Hammer und lauf weiter. Und wenn ich beim Laufen mal getroffen werde und da blocke ich, kriege ich Zorn wieder. Kann ich wieder einen Hammer schmeißen. Ja? Also wir gucken jetzt nicht nach Effizienz, was Schaden angeht. Wir gucken gerade nur so Quality of Life Effekte. Schätze ich mal. Und ja, die Kugeln lasse ich absichtlich liegen. Ich brauche die nicht. Wir wollen ja nicht hier schnell zum Endgegner kommen. Wir wollen hier, weiß ich nicht, leveln, farmen. Geht's denn hier weiter? Also wir kommen schon noch zum Portalgegner, keine Sorge. Der taucht irgendwann schon noch auf. Hä? Da unten lang? Ernsthaft? Noch nicht. Doch. Mach es. Komm schon. Tu es. Komm schon. Tu es. Kennt ihr das? Was war denn das für ein Film? Das war mit Ben Stiller, aber ich weiß nicht mehr, warum es in den Film ging. Der hatte dann irgendwie so eine Szene, da hat er sich als wie so ein Pseudo-Cowboy verkleidet. Aber mit so einem Anzug, der war quasi die amerikanische Flagge. Einen schlechten Schnauzbart. Also ein Fake. Aber richtig schlechten Schnauzbart. Und hat sich dann ganz hingestellt. Komm schon, tu es. Tu es. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Film war. Oder warum der das gemacht hat. Das war total dämlich. Ben Stiller, oder? Ja, Ben Stiller. Heute ist nicht euer Tag. Hä? Wo geht's denn hier weiter? Willst du mir sagen, hier gibt's kein zweites Level? Oh nein, da... Da oben links. Also manchmal, weißt du? Manchmal hat man Pech. Und manchmal ist so ein abgefuckter Scheiß. Das kannst du schon nicht mehr Pech nennen. Aber wie heißt es so schön? Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Ach Mensch, Leute, ich wollte hier farmen.
Ja, echt, da hier oben in der Ecke geht's wirklich weiter. Ich hab das nicht gesehen, du. Habt ihr es gesehen? Habt ihr mich absichtlich nicht gewarnt? Nee, ich glaube, so böse seid ihr nicht. Mit solchen Gegnern wollte ich es schon immer aufnehmen. Die Wiedergänger-Schildwachen waren einst die Beschützer von König Justinian IV. Selbst. Sie wurden aufgrund ihres Mutes und ihrer Waffenkünste ausgewählt und begleiteten ihn zu jeder Zeit. In ihren kunstvollen Rüstungen der besten Handwerker Westmarks boten sie einen imposanten Anblick. Doch am eindrucksvollsten waren ihre Schilde, die sie zielsicher zum Schutz ihres Königs einsetzten. Die Wiedergänger-Bogenschützen wurden von Maltael mit der Fähigkeit ausgestattet, Lebende aufspüren zu können. Und so finden sie ihre Ziele, ohne sie zu sehen. Nirgends ist man vor ihrem augenlosen Blick sicher. Sie werden euch aufspüren, auch wenn ihr hinter Stein, Holz oder gar im Boden verborgen seid. Und wenn die Bogenschützen erst etwas anvisieren, verfehlen sie es nicht. Niemals. Wie visieren Skelette eigentlich irgendwas an? Skelette haben keine Augen. Wie sehen Skelettkrieger? Oder Skelettmagier? Oder Skelettbogenschützen? Wie sehen die? Vorzüglich! Sagt es nicht, es ist Magie! Der andere Bogenschütze wäre vor meinem Angriff geflohen. Dieser blieb standhaft und starrte mit seinen leblosen, leeren Augenhöhlen auf den Schaft seines Pfeils. Selbst als ich ihm mit meiner Klinge den Kopf abtrennte, schoss diese Kreatur noch einen weiteren Pfeil ab. Wie können wir einen Feind besiegen, der weder Angst kennt, noch über einen Selbsterhaltungstrieb verfügt? Asmodan erschuf die dämonischen Höllenschwingen, nachdem er vor tausenden von Jahren um ein Haar eine Schlacht gegen Tyrael verloren hatte. Die Engel brachten ihre leuchtenden Flügel glorreich zum Einsatz, um die Dämonenscharen auszumanövrieren und deren Befehlshaber anzugreifen. Asmodan war frustriert darüber, beinahe besiegt worden zu sein. Und fing an, geflügelte Dämonen zu züchten, die in der Lage waren, Engel in Stücke zu reißen. Immer noch nicht genug? Oh, ein Goblin. Ich höre einen Goblin. Hammerfürsten sind brutale Aufseher, die in ihrer Macht nur noch von den sieben Übeln selbst übertroffen werden. Die Hammerdämonen herrschen über die brodelnden äußeren Bereiche der Höllen, die die zentralen Reiche umgeben, und haben sich lange geweigert, sich einer der Armeen der geringen Übel anzuschließen. Nicht auszudenken, welche Zerstörung über uns käme, wenn ein solches Bündnis jemals geschlossen würde. Ja, dem obersten Übel haben sie sich angeschlossen. Die Morden waren einst Menschen und große Krieger. In ihrer Seele lag jedoch eine Dunkelheit verborgen. Und Mephisto, der Herr des Hasses, machte sich diesen Makel zunutze und führte sie mit einem Trick in die Knechtschaft. Mit der Zeit entstellte sein Zorn ihre menschliche Form. Der Portalwächter hat euch aufgespürt.
Engelschwingen? Was? Gebot der Hoffnung, Engelschwingen? Achso, hier. Rune. Alles klar. Blitz und Donner. Niederstrecken bleibt alles so. Vakuum ist lustig. Hier drückt es nichts Neues. Ja. Aber ganz ehrlich, diese 6 Extra-Zorn oder so fallen mir gar nicht auf. Entweder blocken wir zu selten oder werden zu selten angegriffen oder so, aber das macht sich irgendwie gar nicht bemerkbar. Da können wir das auch wechseln. Himmlische Festung. Oder gibt es irgendwas, was einfach so ein bisschen Zorn generiert? Passiv? Nee, ne? Zumindest haben wir das noch nicht freigeschaltet. Ja. Primärfertigkeiten erzeugen zusätzlich Zorn. Nee. Dann nehmen wir das mit der Rüstung halt. Wir könnten über den Templer noch ein bisschen Generation reinholen. Hier. 1,1 pro Sekunde. Vorzüglich. Immer noch nicht genug. Bräuchte mal wieder eine neue Waffe, ne? Man merkt es schon. Der Killspeed geht runter. Vielleicht können wir ja was craften. Mal schauen. Im Namen des Lichts. Pflegel. Das könnte unsere neue Waffe sein. Nice. So läuft das. Ich kehre in die Stadt zurück. Legal. Einhand. Da müssen wir auch die Skillung wieder umstellen, ja? Schauen wir mal. Die Uralten wären stolz auf euch. Ja, auf jeden Fall. Warum denn nicht? Ich gehe mir mal eine neue Wasserflasche holen. Und dann schauen wir uns gleich mal an, was wir hier rum haben. Okay? Bis gleich. 2 Minuten oder so.